So, herzlich willkommen zurück. Ich muss noch mal hier ganz kurz bei mir das Spiel starten. Ich habe es gerade, weil ich etwas längere Pause gemacht habe, kurz beendet. Was eigentlich? So, na gut, okay. So, warte mal kurz. Jetzt bin ich wieder da. Genau. So. Warum gibt es die Fenster außerhalb? Ah, ist das richtig? Oh nee, falsch. So, jetzt. Ah, okay. So, genau. So, fortsetzen. Fortsetzen. Und das Let's Play Ding. Genau. So. Gut. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir waren. Aber wir waren auf dem Weg nach Hause, ne? Genau, wir haben uns da bei deinen Kreuzung da verfahren. Ja, mal gucken, ob wir da noch weiterfinden, ob wir da, ne? Ob wir je wieder heimkommen. Oder ob es das war. Äxte sind ideal für den Abbau von Holz, eignen sich aber weniger gut, um Zombies zu töten. Boah, wenn es die richtige Axt ist, dann eignet sie sich hervorragend dafür, Zombies zu töten. So eine Feuerwehr-Axt möchte ich nicht im Schädel zu stecken haben. So. Wo waren wir jetzt actually? Okay, genau. Den Weg müssen wir einfach immer weiter in diese Richtung folgen wahrscheinlich. Da stellt sich mir natürlich direkt die Frage, wo der Weg hinführt. Ist das actually der Weg, den wir gekommen wären, wenn wir den Weg richtig gefolgt wären? Müssen wir mal ausprobieren. So, auf jeden Fall jetzt müssen wir genau dem Weg einfach folgen. Und dann müssen wir genau drauf zukommen. Witzig, wie der Schatten uns verfolgt, ne? Wow, mach ich hier. Ich bin mal gespannt, wie wir ab 22 Uhr abschneiden. Wie hart uns denn die Zombies folgen werden? Und ob wir denn noch Chance haben. Oder ob sie doch schneller sind als wir mit dem Fahrrad. Ich meine, wir sprinten noch nicht, ne? Wir könnten natürlich mit dem Fahrrad auch schneller fahren. Was wir wahrscheinlich auch machen werden, wenn uns wirklich Zombies verfolgen sollten. Aber halt, dann halt immer nur kurzzeitig. So, wollen wir jetzt kurz gucken hier. Ich glaube, wir können eigentlich hier quer durchfahren, oder? Ja, quer durchfahren macht sogar voll Sinn. Ist ja eine richtige City. Warum waren wir hier noch nicht? Bin ich verwirrt. Hier ist doch eine richtige City. Hä? War unser Dorf nicht viel kleiner? So, jetzt bin ich mal gespannt. Tja, vielleicht haben wir die Gegend nur nicht richtig entdeckt, ne? Richtig erkundigt. Vielleicht ist es doch größer, als ich dachte.
Ich habe mich natürlich hin und her gerissen. Bleiben wir hier oder gehen wir da hin oder wir oder wieder was? Ach, ist alle Kacke. Weil hier sieht es zumindest auch keine großen Häuser. Ich folge einfach mal hier den Straßen ein bisschen und guck mal, was hier ist, hier eigentlich noch so gibt. Und je nachdem. Aber hier gibt es halt kaum Industriegebiete, ne? Hier gibt es weder irgendwie große Ladenketten noch sonst irgendwas. Sind halt nur haufenweise Wohnungshäuser. Ja, auch da geht schon wieder der Wald los. Ja, nee, okay, das ist doch ein relativ kleines Gebiet hier. Ja, nee, das lohnt sich nicht. Ja, genau, da hört es schon wieder auf. Ja. Hier geht es noch ein bisschen weiter, wir sind auch alles bloß Wohnhäuser. Ist ja alles bloß vor Ort. Von der Struktur her. Hier ist kein Industriegebiet whatsoever. Nächste. Die können uns gar nicht einholen. Ja, nee, okay, komm. Das gibt es wirklich so klein, wie ich dachte. Hier gibt es nichts wirklich zu holen. So, das heißt, wir müssen actually wieder darum und dann der Straße folgen. Keine Zombies hier? Voll sprinten hier. Wow, auf die letzten 3 Meter. Vor allen Dingen, dass er, sobald man die Sprinttaste loslässt, halt direkt wieder runterbremst. Voll realistisch. Natürlich direkt vor unserer Wohnungstür ein alter Bekannter. Ja, siehst du, wir hängen die locker ab. Gut, dann nehmen wir mal sicher, dass wir hier den Schleichweg über unseren. Okay, wir haben doch einigermaßen Speed drauf. So. Jürgen.
Dann kramen wir mal den Stuff zusammen, die wir am wichtigsten brauchen. Also von hier das Ding und das Ding. Also siehst du, ich kann ja gar nicht so viel einpacken, sonst kann ich nicht mehr zu unserem Fahrrad rennen. Hätte also mein Fahrrad doch lieber mit reinbringen sollen, gell? Ja, so zweimal fahren müssen wir auf jeden Fall, um das ganze wichtige Zeug zu sammeln. Aber damit ist es auf jeden Fall doch übersichtlicher, als ich dachte. Fahren wir hier dran vorbei, oder? So, jetzt müssen wir querfeldein, also eigentlich muss die Straße zurückfahren. Ja, das hier müsste genau die Straße sein, die hier lang führt. Und dann haben wir also dann direkt Alternativroute entdeckt. Was mal denn hier? Links oder rechts? Das ist jetzt hier die Frage. Okay, rechts war die falsche Entscheidung. Kannst vergessen, dass wir einen Helmlichtmotor haben. Wie der uns gar nicht reagiert hat. Ich dachte, wir müssen schon flüchten oder so. Was aber, ich höre eigentlich immer noch keine Musik, ne? Ich habe jetzt Musik aktiviert. Gut, kann natürlich sein, dass das Spiel sowas einfach überhaupt nicht speichert, so weil YOLO und so. Okay, also auf dem Fahrrad sprinten darf ich. Okay, also das heißt, auf dem Fahrrad ist es genauso wie zu Fuß. Sobald ich sprinte, geht meine Verstauchung wieder, also der Knochenbruch wieder schlimmer. Aber normal Fahrrad fahren kann ich. Nice. Lol. Wenn du die Kamera in den freien Modus stellst, dann speichert er sich, wo die war, ne? Auch nicht wirklich. Ah, ich habe keine Ahnung. So, ne? Aber beim Zurückklicken? Ganz komisch, ganz komisch. Jetzt gerade hat er das zurückgestellt.
Ich verstehe diese Welt nicht. Ja, aber tatsächlich, also 22 Uhr kann uns überhaupt nichts anhaben. Ja, wir essen ja, sobald wir da sind. Wir können jetzt hier auf dem Mittendorf wirklich anhalten. Ja gut, der folgt uns gar nicht. Ja, hier wäre es wirklich günstiger, einfach querfeldein einzufahren. Aber das ist halt ein riesiger Umweg. Beziehungsweise der andere Weg ist dann wahrscheinlich doch kürzer. Na gut, egal, jetzt haben wir den Weg. Weil im Dunkeln habe ich jetzt erst recht keinen Bock, querfeldein einzufahren. Das wäre ein bisschen sehr riskant. Also, ich würde zumindest nicht riskieren. Schon bei der zweiten Route fahren wir dann auf jeden Fall mit unserem Fahrrad direkt rein ins Haus. Und können damit dann auch gleich das Fahrrad mit vollpacken. Das blieb uns ja diesmal auch ein bisschen verwehrt. Was tanzt der Typ da eigentlich rum, Alter? Denkt ihr, das ist ein Schlittschuhfahrer oder was? Oh Mann. Teilweise scheint er aber auch überhaupt nicht so offen zu reagieren, ne? Also, YOLO. Ja, und wie ich meinte, ne? Das Fahrradfahren ist genauso schnell, egal wie voll ich bin oder nicht. Auch wenn wir jetzt mit 18 überladen sind, auf dem Fahrrad macht es halt überhaupt keinen Unterschied. Deutlich schon geil. Also ich höre so ein bisschen Ambiente, aber die ist halt super leise. Die Frage ist halt, was ich halt nicht weiß. Okay, doch, ich glaube, ich weiß. Okay, das heißt, diese 50% sind also 50% von der Gesamtlautstärke. Das heißt, ich muss das Ding auch auf 100% stellen, dass das, so wie das Ding hier, die Umgebungslautstärke, also jetzt ist beides zusammen jeweils 50% der insgesamt Lautstärke. Habe ich das anpassen gedrückt? Nee, ne? Ah. Der Balken geht gar nicht direkt bis zum Ende, ne? Der ist der denn schon am Ende? Aber der geht nur bis so kurz vors Ende. Digga, wer. Warum jumpen die alle so rum, Alter? Da ist kein Hindernis vor denen. Weiß, wie sich geht. Die wissen nicht mehr, wer deren Feind ist. Gut, also auf jeden Fall nehmen wir bisher dann doch immer den anderen Weg. Denn der scheint doch wesentlich kürzer zu sein, weil der mehr direkt geht. Da der Weg ja hier unten diesen riesigen Schlenker macht. Das hat der obere Weg nicht so. Von daher. Ja, aber wir brauchen für eine Strecke echt ganz schön lange, ne? Also in-game irgendwie 6 Stunden dürfte schon hinkommen. Ich weiß gar nicht mehr, wann wir losgefahren sind. Aber das war, glaube ich, 20 Uhr rum.
Oder war das erst, als die Zombies wirklich aktiv wurden? Weiß ich gar nicht mehr. Ne, eben, dort auf dem Tweet war schon 20 Uhr rum. Heißt also 8 Ingame-Stunden. Jetzt können wir einfach ein bisschen sprinten und schon ist sie. Schon sind sie ausge. Dingstert. Achso, ist gerade dumm. Wir sind ja voll. Och, das. Und dann auch noch nur ein Knochen, ey. Sad life. Ich dachte, da haben wir jetzt voll die, weiß nicht, Level 6 SMG drin oder so. I don't know. Und dann ist da nur ein fucking Knochen drin. Ich wollte noch verarschen. So, bis wir da sind, ist unser Knochenbruch auch ausgeheilt. Passt doch. Dann müssen wir also nur noch, wenn wir dann im Bunker sind, in Ruhe, weil da sind wir ja geschützt, dann in Ruhe essen und trinken. Und dann passt das alles. So, eigentlich können wir jetzt hier geradeaus durchfahren, ne? Wo ist denn die Quest? Ach, da hinten. Ja. Achso, Quatsch, wir sind ja oben. Bei SW ist ja das Symbol. Das heißt, wir können direkt mit dem Symbol folgen. Never mind. Und schon ist wieder alles ruhig. Tja, jetzt ist die Frage. So richtig dick Move. Wollen wir am ersten Blutmond auch einfach eine Radtour machen? Digga, wenn das funktioniert, ja? Wenn das funktionieren würde. YOLO. Aber sowas von. Also ist sogar von uns wahrscheinlich, ne? Ah ne, haben wir gerade erst durchsucht, ne? Kann gar nicht von uns sein. Ich nehme die mal mit, auch wenn wir sowas eigentlich schon haben. Oder ne, Steinspeer? Weiß ich gar nicht. Haben wir einen Steinspeer? Doch, einen Steinspeer hatten wir. Und zwar irgendwas Blaues. Entweder Level 4 oder Level 5. Guck mal, die spawnt doch hier. Warum denn? Oder ist der echt jetzt hierher gelaufen, während wir weg waren? Kannst du deiner Großmutter erzählen? Ah, guck mal. Jetzt hat man wirklich Musik. Sehr cool. So, das heißt, wir essen das. Wir essen das. Und... Komm, Joko oder Tee. YOLO. Und den Rest klatschen wir rein. Und da rein. Und was da noch nicht drin ist, packen wir einfach manuell rein. Die Kiste ist jetzt noch gar nicht sortiert. So, und vor allem hier auch den Messbecher, ne? Den Messbecher hätte ich schon gerne, aber... Okay, ich glaube, ich muss die unteren Beine hier doch irgendwie wegnehmen, dass es volle Blöcke werden. Weil die können sie auch raufklettern. Aber so ist es natürlich mit den beiden Blöcken blöd, wenn die sich hier immer hier drin verhaken. Und ich sie gar nicht richtig angreifen kann. Und nur so ist natürlich auch gefährlich, weil dann darf ich definitiv nicht zu nah rangehen. Weil ansonsten, ja, ich kein Schwindamage bekomme. So, ah, hier haben wir den Messbecher. Okay. Heißt der was? Leck mich am Arsch. Ich mache erstmal alles hier rein. Wieso habe ich überhaupt schon zwei Kisten angefangen? Das macht ja auch keinen Sinn. So. Ja, dann ist die Kiste auch schon voll. Lol. Eigentlich wollte ich dich. Lass mich raus.
Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir jetzt also Mission weiter. Und dann zum Blutmond. Das ist so dumm. Zum Blutmond fahren wir einfach wieder nach Hause. Also zu unserem alten Haus. Das ist so dumm. Also wenn das funktioniert, ja, dann hätte ich auch mal einen Bart. Was? So, begib dich zum Sammelpunkt. Wo ist denn der überhaupt? Der war doch irgendwo. Achso, hinter uns. Da. Verdammt. Problem ist halt, wenn du zur Seite guckst, dann hast du immer noch dieses gelbe Ausrufezeichen. Und deswegen dachte ich, ich muss nach rechts fahren, weil es halt vom Winkel her rechts war. Aber das war rechts außerhalb vom Bild. Das ist natürlich ein bisschen verwirrend in dem Moment. Bäh. Oh, keine Eier. Diese Bäume hier, Alter, die sieht man ja nichts mehr. Da unten. Achso. Guck mal jetzt. Oh ne. Lohnt sich alles nicht wirklich. So, wir bleiben mal hier neben dem Wasserdings. Das ist ja voll das Blitzlichtgewitter. Aber wir müssen halt nur aufpassen, dass wir dann bei der nächsten Tour, wenn wir die dann wirklich in der Nacht machen, dann wirklich satt gegessen sind. Damit wir wirklich für den Fall, dass wir mit sprinten müssen, weil die doch sehr schnell sind, auch sprinten können. Ja. Nicht, dass es dann auf einmal die Puste ausgeht. Weil ich weiß nicht, wie sich das aufs Fahrradfahren auswirkt. So, da müssen wir rein, okay. Oh, ich sag's mir für eine hohe Mauer, ne? Die Frage ist, wie kommen wir da rein? Okay, da vorne, wie es aussieht. Ah ja, hier geht's rein. Okay. Dann. Auf jeden Fall haben wir halt den großen Vorteil, dadurch, dass wir jetzt unser Haus hier bauen, ist das halt eine komplett leere Umgebung. Also wir bauen es halt komplett selber auf. Das heißt, wir können auch schon unseren Garten einrichten, so wie wir ihn haben wollen, und müssen nicht auf irgendwie vorhandene Strukturen aufpassen. Oh, geht's da runter? Da geht's runter. Ja, ist auch der einzige Weg. Okay, wir sollen also hier runter. Ja, das heißt, wir können auch schön Feld bauen und alles. Das wird schon echt spaßig. Hoffe ich mal. Oder dir für die reiste Katastrophe. Hey, wir haben was gegessen gehabt. Überhaupt nicht laut oder so.
Achso, ich schleppe mal noch die ganze Zeit den Speer mit uns rum, ne? Oh ja. Hat sich ja voll gelohnt. Na gut, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dann.